Ja, das habe ich vor 2 Jahren zum ersten Mal, ja doch mehr oder weniger zum ersten Mal gemacht. Da bin ich mit in die Klasse gegangen und die Leute haben mir den Song vorgesungen bzw. gespielt, weil die ja selber auch eine kleine Band dabei hatten. Und das habe ich dann mit meinem Handy aufgenommen und kriegte später noch ein Blatt Papier mit den Akkorden drauf. Und dann habe ich mich dran gesetzt und das für die Besetzung arrangiert, die uns zur Verfügung stand. Das war ein kleines Orchester mit Streichern, immerhin vollständig, also erste Geige, zweite Geige, Bratsche, Cello, Bass und ein paar Holzbläser und eine Trompete, sodass genügend Farbe entstehen konnte. Das war ziemlich schwierig, die Arbeit, muss ich sagen, weil die Aufnahme, die ich hatte, mitgeschnitten hatte, nicht mit dem Liedsheet, was ich bekommen hatte, übereinstimmte. Da musste ich immer wieder nachfragen, damit das auch irgendwie richtig perfekt wird, aber letztendlich ist es dann gelungen. Ja, wir hatten ja auch immer Schlagzeug dabei, sodass ein Beat schon vorhanden war und die Streicher sind dann mehr für Farben und ich mache dann noch, habe eine kleine Einleitung noch dazu geschrieben, die mir sinnvoll erschien und habe das dem Charakter so angepasst, also von dem Text, ja, waren beide auf Englisch, das eine hieß Help und das andere Hold It Up. Das brauchte ab und zu mal stärkere Farben und Akzente auch, sodass die Trompete mal bäh, bäh und so da reinmachte. Ja, da ja der Sheet mit der Aufnahme, die ich hatte, nicht übereinstimmte, musste ich natürlich weiter Kontakt haben und wir haben dann auch mehrere Proben gemacht, sodass, bis das Arrangement dann schließlich stand und wir das gemeinsam mit allen proben konnten. Es empfiehlt sich aus der Erfahrung, ich habe ja dann auch für die Stadtteiloper noch viel arrangiert, wo auch Schulorchester mit beteiligt war und so, die Sachen nicht zu einfach zu machen. Also die müssen nicht nur auf 1 und auf 3 spielen sollen, sondern auch schon mal auf 2 und. Sonst ist das zu Pillepalle. Das fordert die dann auch nicht, dann macht es auch keinen Spaß.